Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich heute, Sie bei dnews24 TV zu einem D-Talk mit Sabine Buder begrüßen zu dürfen. Sie ist Tierärztin, Mutter von 4 Kindern und sie kandidiert für den Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen, Frau Buder. Hallo, lieber Herr Müller, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Sehr gerne, Frau Buder. Lassen Sie mich mit der Frage einsteigen, warum tun Sie sich das an? Im Prinzip haben Sie es ja eben schon in der Vorstellung genannt. Ich bin Mama von 4 Kindern und ich habe Verantwortung. Ich möchte, dass für meine Kinder Dinge besser laufen, dass sie unter bestmöglichen Bedingungen aufwachsen können. Und ich sehe die Tendenz, dass zunehmend politische Entscheidungen getroffen werden, fernab der Realität der Familien. Oder um es auf den Punkt zu bringen, wie viele politische Entscheidungsträger haben denn selbst Kinder im Kita- oder schulpflichtigen Alter? Wie viele haben überhaupt eine Familie und wissen, wie es sich anfühlt, wenn man zum Beispiel im Corona-Lockdown Familien einsperrt, in den Kindern den Zugang zur Kita und zur Schule verwehrt, das Vereinsleben auf Null fährt. Das sind alles so Dinge, da frage ich mich manchmal, wer hat sich das ausgedacht? Das kann ja nur jemand sein, der wirklich kein Gefühl dafür hat, für das, was die Familien in solcher Situation mitmachen. Also wir haben in Deutschland ein hohes Maß an Familienunfreundlichkeit, und das hat sich in der Corona-Krise noch mal mehr gezeigt. Wenn ich auch nur den Anschein erweckt habe, dass das für uns als Familie mit 4 Kindern super anstrengend war, dann habe ich in regelmäßigen Abständen immer die gleiche Reaktion bekommen. Naja, ihr wolltet es ja so. Ihr habt euch doch bewusst für 4 Kinder entschieden. Im Umkehrschluss wird mir damit mitgeteilt, ob man in Deutschland 4 Kinder hat oder 4 Hunde hält. Es ist ein teures Hobby, was man sich leistet. Und jetzt muss man die Suppe auch auslöffeln, die man sich da eingebrockt hat. Dass meine 4 Kinder ein Beitrag sind für ein zukunftsfähiges Deutschland, das wird gar nicht wahrgenommen. Und genauso wird Politik gemacht. Ja? Das ist der eine Aspekt. Der andere, ich habe es beim Abiball nicht zur schönsten des Jahrgangs gebracht und auch nicht zur zukünftigen Nobelpreisträgerin, aber ich wurde immerhin zur zukünftigen Bundeskanzlerin gewählt. Was ich Ihnen damit sagen will, dass ich schon immer ein politisches Interesse habe. Ich habe damals mein 9. Klasse-Praktikum bei einer Tierärztin gemacht und da wusste ich, jawohl, das ist genau der richtige Beruf für dich. Und mein 10. Klasse-Praktikum habe ich bei der damaligen SPD-Bundestagsabgeordneten gemacht, der direkt gewählten Abgeordneten hier bei uns im Wahlkreis. Und da wusste ich, das will ich auch. Also diese Affinität, die hat sich schon sehr früh entwickelt und das Interesse für politische Prozesse. Und deswegen stand es dann konsequenterweise auch in der Abi-Zeitung in meinem Steckbrief: Ziele fürs Leben, Veterinärmedizin studieren, Kinder kriegen, in den Deutschen Bundestag gewählt werden. Ja, ich muss sehen, dass ich jetzt abarbeite. Die CDU-CSU steht jetzt nicht als besonders frauenfreundliche Partei da. Ich glaube, 33% aller Bundestagskandidaten in diesem Jahr, es gibt mehr als 6.000, sind weiblich. Das ist der zweithöchste Anteil seit 1994. Aber die CDU-CSU tut sich gerade auch mit jüngeren Frauen in verantwortlichen Positionen da noch schwer. Warum haben Sie sich denn für die CDU entschieden? Also im Prinzip ist es genau so gekommen, wie mein Opa immer gesagt hat. Man beginnt im Laufe des Lebens oder man beginnt im Leben in der Jugend relativ weit links und dann übernimmt man Verantwortung, dann macht man Erfahrungen und dann wird man Stück für Stück immer konservativer. Und irgendwo sitzt mein Opa jetzt da im Himmel und ich weiß ganz genau, wie er guckt und wie er mir sagt, siehst du? Ich wusste es vorher, ja. Dass ich jetzt mal Unionskandidatin werde, das war damals tatsächlich noch nicht abzusehen, als wir in seinem Auto saßen und stundenlang über Politik gesprochen haben. Aber er hat recht. Ich bin vor 2 Jahren in die Partei eingetreten und ich war relativ offen. Ich hatte keinen familiären Bezug. Also ich bin die Einzige in meiner Familie, die eine Parteimitgliedschaft hat, sodass ich da sehr, ich sag mal, sehr neutral rangehen konnte. Und ich habe mir die Mühe gemacht, die Grundsatzprogramme aller zur Verfügung oder zur Wahl stehenden Parteien mir auszudrucken und nebeneinander zu legen und wirklich mal zu studieren. Und mir hat das von der CDU, von der Union sehr gut gefallen. Also christliche Werte, Sicherheit und Ordnung, soziale Marktwirtschaft, das fand ich alles sehr charmant. Und dann natürlich auch die Empfindung, dass
wir diejenigen sind, die mit Fachlichkeit glänzen und eben weniger mit Ideologie, die nicht zum Aktionismus neigen, sondern zur Besonnenheit. Und diejenigen, die auch ein Stück weit auf Eigenverantwortung setzen und nicht auf Bevormundung. Also das waren alles Dinge, die haben mich angesprochen. Und dann, das gehört zur Wahrheit dazu, ist es natürlich auch immer eine Frage der Menschen vor Ort. Also um es ganz konkret zu machen, der CDU-Ortsverband in Biesenthal, der ist einfach personell viel reizvoller für mich gewesen als zum Beispiel der von der SPD. Und dann gerät man da irgendwie rein. Ich würde mich immer wieder für diese Partei entscheiden. Aber ich sehe auch, dass wir in vielen Dingen noch Luft nach oben haben. Und wenn ich es schaffe, meinen Beitrag dazu zu leisten, dann würde es mich sehr glücklich machen. Sie haben einige Programmpunkte angesprochen. Darüber könnten wir vielleicht an anderer Stelle dann nochmal ausführlicher diskutieren, weil ich glaube, da klaffen Programmpunkte und Wirklichkeit dann manchmal auch ein bisschen auseinander. Ihr Wahlkreis ist, glaube ich, flächenmäßig relativ groß, erreicht vom Berliner Speckgürtel bis zur Oder an der polnischen Grenze, umfasst also ein Gebiet, in dem junge Familien sich vielleicht ansiedeln, weil sie nicht mehr in der Innenstadt von Berlin leben wollen. Und auf der anderen Seite das, wie ich finde, landschaftlich außerordentlich reizvolle Oderbruch, ist entvölkert, zum Teil überaltert. Da gibt es auch, glaube ich, eine höhere als durchschnittliche Arbeitslosenquote. Und soweit ich das verstehe, ist das auch eine AfD-Hochburg. Übrigens, die AfD hat in ihrem Wahlkreis 2017 das erste Mal den Einzug oder das erste Mal kandidiert, den Einzug geschafft und ist auf Anhieb da auf 20% gekommen. Jeder Fünfte in ihrem Wahlkreis hat AfD gewählt. Alle anderen Parteien, CDU, Grüne, Linke, SPD hatten ein bisschen verloren. Und ihr Vorgänger hatte das Mandat relativ knapp. Schon mit Vorsprung, aber relativ knapp gewonnen. Also ein Fünftel aller Wähler ist AfD. Das liegt vielleicht auch an der Heterogenität ihres Wahlkreises. Sie sparen ja von ihren 4 Kindern. Sie haben also einen mehr als ausreichenden Beitrag zur Bewältigung des demografischen Wandels geleistet. Vielen Dank dafür. Weit überdurchschnittlich. Aber im Oderbruch sieht es eben ganz anders aus. Selbst viele alleinstehende junge Männer, die Frauen sind weggezogen. Aus welchen Gründen auch immer. Und da ist die Wählerschaft der AfD fest verankert. Wie schaffen Sie diesen Spagat sozusagen vom Speckgürtel der Großstadt bis nach zum Beispiel Neu-Hardenberg? Da gibt es übrigens ein offizielles Schild, was auf den demografischen Wandel hinweist, aufgestellt von der Stadt Neu-Hardenberg. Und ohne dieses Kulturzentrum im Schloss Neu-Hardenberg wäre das ein hübsches, aber absolut tristes Dorf. Das ist doch eine enorm große Bandbreite, in der die Menschen völlig unterschiedliche Erwartungen haben. Ja, das trifft alles zu, was Sie eben beschrieben haben. Mein Wahlkreis, der Wahlkreis 59, Märkisch-Oderland, Barnim II, ist ein sogenannter Flächenwahlkreis. Das heißt, er umfasst über 3000 Quadratkilometer. Und innerhalb dieser Fläche gilt es am 26. oder bis zum 26. September über 230.000 Wähler in über 130.000 Haushalten zu überzeugen. Und genau wie Sie beschrieben haben, lässt sich der Wahlkreis in 2 Teile teilen. Der eine Teil, da wohnt die Hälfte der Wählerinnen und Wähler, das ist dieser schmale Streifen, also ich würde mal sagen das Drittel, was an Berlin angrenzt, der sogenannte Speckgürtel. Und dort ist man tendenziell CDU-affin. Jetzt dem aktuellen Trend zufolge liebäugelt man auch so ein bisschen mit den Grünen. Aber da ist, ich will es jetzt mal sagen, die Welt noch in Ordnung für eine Unionskandidatin. Die andere Hälfte der Wählerinnen und Wähler wohnt in den restlichen 2 Drittel im ländlichen Märkisch-Oderland. Und es ist exakt so, wie Sie es beschrieben haben, umso dichter man an die polnische Grenze rückt, umso eher trifft man auf Frust und Verdrossenheit und umso höher ist der Anteil der AfD-Wähler. Das ist ein Spagat, den ich da momentan versuche zu machen, weil zum Teil sind die Positionen, die die Menschen von mir erwarten, diametral entgegengesetzt. Also ich habe mir fest vorgenommen, die Leute nicht zu täuschen und ihnen nichts vorzugaukeln und keine Versprechen zu machen, die ich dann nach der Wahl nicht halten kann. Und deswegen ist das ein ganz intensiver Abwägungsprozess. Inwiefern lässt man sich auf die Wünsche da ein? Und es ist sehr, sehr schwierig, da aufrichtig und wahrhaftig zu bleiben. Aber das ist der Ansatz, den ich verfolge. Und ich habe mir fest vorgenommen,
dass ich insbesondere um die Stimmen kämpfen werde, die bei der letzten Landtagswahl, aber auch schon bei der Kommunal- und Bundestagswahl an die AfD gegangen sind. Es beschämt mich, dass meine Heimat so flächendeckend blau gewählt hat. Das kann ich so nicht stehen lassen. Und ich bin ja, wenn man es bei Lichte betrachtet, jetzt nicht erst seit ein paar Wochen, sondern schon seit gut anderthalb Jahren im Wahlkampf. Wir hatten einen intensiven Nominierungswahlkampf. Und ich bin jetzt, das kann ich wirklich von mir behaupten, mit den Themen, mit den Wünschen, mit den Problemen der Menschen in den verschiedenen Regionen vertraut. Also seit über anderthalb Jahren toure ich durch diesen Flächenwahlkreis. Und gerade in dem ländlichen Berlin-fernen und auch strukturschwachen Raum habe ich sehr viel Zeit und Energie und auch Herzblut darin investiert, die Themen der Landwirte wahrzunehmen und aufzugreifen, der Jäger, der Waldbesitzer, der Angler und Fischer, also all die, die mir, ich will mal sagen, generell themenmäßig naheliegen. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich von einem Sitz im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft träume. Da gehört eine Tierärztin aus meiner Sicht auch hin. Und genau um die habe ich mich wirklich wie eine Glucke gekümmert. Also ich bin mit den Landwirten gemeinsam zu den Bauerndemos nach Berlin gefahren. Die haben mir sogar ins Gesicht gesagt, dass sie bei der letzten Landtagswahl alle AfD gewählt haben. Die haben ein Rochus auf die etablierten Parteien, auf die CDU, auf die SPD, auf die Grünen sowieso. Aber die mögen mich. Und ich glaube, die nehmen dieses aufrichtige Angebot, was ich ihnen mache, das nehmen die an. Und das sind mittlerweile meine stärksten Unterstützer. Das sieht man auch darin, dass innerhalb der Landwirtegemeinschaft, innerhalb dieses Berufsstandes, eine sehr hohe Bereitschaft entstanden ist, diesen Weg mit mir gemeinsam zu gehen. Das fängt damit an, dass man mir Ackerflächen an stark befahrenen Straßen zur Verfügung stellt, damit ich meine Großaufsteller aufstellen kann. Und das konnte ich schon lange, bevor andere damit angefangen haben. Teilweise sind es sogar Landwirte, die mit mir Plakate gemeinsam aufhängen. Die sind in keiner Partei und schon gar nicht in der CDU. Aber die glauben an mich. Oder ich hatte eine Veranstaltung mit über 80 Jägern in Bad Freienwalde, also die allerwenigsten davon parteigebunden und wenn dann zum Teil in anderen Parteien. Aber das war wirklich ein Fest der Freude. Die hatten das Gefühl, da nimmt jemand ihre Themen ernst. Also ich glaube, das spürt man auch, ob jemand da Freude dran hat, ob das ein aufrichtiges Angebot ist oder ob das so ein Gruß-August-Termin ist, der nur zur Stimmenakquise dient. Ich habe Videokonferenzen angeboten, wir haben gemeinsam ein paar Aktionen gemacht, wir haben eine hervorragende Bauernparty gefeiert, ich habe zur Podiumsdiskussion mit Anglern und Fischern geladen. Also ich könnte da jetzt alle diese Maßnahmen aufzählen und jetzt mal unter uns. Ich hatte dabei wirklich eine Wahnsinnsfreude. Also auch das spielt in den Sachverhalt hinein. Also die merken, ob sich da einer einen abbricht oder ob er wirklich Freude an der Thematik hat. Und das war, also diese letzten intensiven Monate, gerade mit der Beschäftigung mit den Zielgruppen, das ist mein großer Beitrag gegen die AfD im ländlichen Raum. Und mein AfD-Kandidat, der Gegenkandidat oder der Gegenkandidat der AfD, der ist symptomatisch für diese Partei. Wenn man dessen Biografie sich ansieht, dessen Lebenslauf, seine fachliche Qualifikation, dann weiß man, dass niemand AfD wählt, weil man irgendeine Erwartungshaltung hat, dass diese Menschen, diese Politiker, die unser Land besser machen. Sondern es ist einfach nur eine Frustwahlentscheidung, das Bedürfnis, hier irgendwem einen Denkezettel zu erteilen. Und das nehme ich sehr ernst. Wenn die sich bei uns nicht mehr aufgehoben fühlen, wenn die denken, dass wir nicht mehr willens oder in der Lage sind, sie zu vertreten und meinen, uns einen Denkzettel erteilen zu müssen, dann leuchtet bei mir die rote Lampe. Und da müssen wir ansetzen. Die Leute da abholen, wo sie stehen, sonst werden wir an ihnen vorbeifahren. Und sie verdammt nochmal ernst nehmen und sie nicht mit irgendwelchen Parolen oder Phrasen behelligen, die sie schon jahrzehntelang gehört haben und von denen sie wirklich nachhaltig enttäuscht wurden. Also das Thema AfD ist ja durchaus sehr differenziert. Es gibt natürlich den Flügel und die AfD-Spitze und die AfD-Kandidaten, von denen Sie gesprochen haben, die sind so, wie sie sind. Aber es gibt eben auch die Wähler bei Ihnen, sind es 20% gewesen 2017, woanders ist es mehr oder weniger.
diese Wähler sind ja nicht alle rechtsradikal. Die kommen zu großen Teilen von der SPD, fühlen sich da überhaupt nicht mehr aufgehoben in dieser Gender-Sternchen-Klientelpartei. Sie kommen natürlich in starkem Maße auch von der CDU, eben weil die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse in vielen Bereichen nicht aufrechterhalten wurden oder das nicht aktiv verfolgt wurde. Und wie Sie zu Recht sagen, zum Teil auch Politik über die Köpfe hinweg der Menschen gemacht wurde. Sie sprachen in einem Beitrag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen von einer gewissen Bräsigkeit, die Sie Ihrer Partei vorwerfen. Dem ist ja nicht zu widersprechen. Also ich glaube, gerade in diesem Wahlkampf ist jeder davon ausgegangen, CDU, CSU wird mit Abstand die stärkste Partei. Vielleicht kommen noch irgendwie die Grünen ran. Und jetzt ist es so, dass CDU, CSU, wenn es so weitergeht, fast ja noch um Platz 2 oder 3 kämpfen müssen auf Bundesebene. Also ganz dramatisch, was sich da abspielt. Sie sprachen davon, dass Sie seit 1,5 Jahren im Wahlkampf sind. Zunächst um die Kandidatur und jetzt um den Wahlkreis. Seit 1,5 Jahren haben wir aber auch eine Coronavirus-Pandemie. Wie macht man denn in diesen Zeiten überhaupt Wahlkampf? Wie kommen Sie denn, also Sie haben jetzt von Partys gesprochen oder von Festen gesprochen, aber wie kommen Sie denn richtig an die Leute ran in diesen über 100.000 Haushalten? Per sozialen Medien oder können Sie trotzdem dahin gehen? Denn Straßenwahlkampf war ja lange gar nicht möglich. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich mich ausdrücken soll, ohne als Corona-Leugner dazustehen. Corona ist tatsächlich kein großes Handicap in meiner Region. Es ist vielmehr so, dass ich mir wünschte, man würde da auch die Ernsthaftigkeit nicht aus dem Blick verlieren. Um es kurz zu machen, wenn ich nach den Veranstaltungen, die heute stattfinden, aber die auch in den letzten Monaten schon stattgefunden haben, wenn ich danach nicht jedes Mal gedrückt und gebusselt werde, dann bin ich schon froh. Also auch das, ich stehe momentan nicht in der Position, da derartige Zuneigungsbekundungen abzulehnen, aber das spielt tatsächlich keine große Rolle. Also problematisch war es in Bezug auf diese offiziellen Gremien, die fanden nicht statt. Aber was das alltägliche Leben, also jetzt mal Lockdown ausgenommen. Lockdown war Lockdown und da war wirklich nichts. Aber so in dieser Zeit, wo es alles so ein bisschen eingedämmt war, gerade im ländlichen Raum beschäftigt man sich damit nicht. Also im Berlin-nahen Raum nehme ich es wahr. Es gibt weniger Veranstaltungen, das wird jetzt alles nachgeholt. Im ländlichen Raum ging das Leben eigentlich, bis auf eben diese Einschränkungen durch die Bildungseinrichtung, ging das ungehindert weiter. Ja. Ich war froh, als ich dann irgendwann meine beiden Impfungen hatte. Oder besser gesagt, meine Mutter, die meine Hausärztin ist, war froh, als ich dann irgendwann die beiden Impfungen hatte, damit man dann da auch entsprechend ohne allzu viel schlechtes Gewissen auch mit den Leuten Umgang pflegen kann. Ja. Wir hatten neulich eine Schulung vom Konrad-Adenauer-Haus zum Thema Haustürgespräche. Das hat nicht zu unserer Lebensrealität hier gepasst. Sowohl in Bezug auf die Ratschläge, wann man Haustürgespräche machen darf und wann nicht. Im Osten Deutschlands kann man auch am Sonntag klingeln. Es ist so, ob man es schön findet oder nicht. Und auch in Bezug auf die Corona-Maßnahmen. Wenn ich anfangen würde, meinen Haustürwahlkampf mit einer Maske oder mit Einweghandschuhen zu machen, da würden mir Leute Vogel zeigen. Ja? Das funktioniert so nicht. Also Corona ist ein Handicap in Bezug auf all das, was die Menschen an Politikversagen wahrnehmen. Das ist ein Riesenproblem. Es ist ein Handicap in Bezug auf diese schrecklichen Lobbyismus-Vorwürfe, die sich im Zuge der Corona-Affäre, Maskendeals etc. ergeben haben. Das ist ein Riesenproblem. Aber die Einschränkung als solche habe ich in meinem Wahlkreis als nicht so dramatisch wahrgenommen. Lieber Herr Müller, wenn ich eine Sache noch ergänzen darf zu der Frage vorhin, es ist mir jetzt untergegangen, weil ich mich da so ereifert habe in Bezug auf die AfD. Sie sprachen von Neu-Hardenberg und Sie sprachen von dem herrlichen Geschlossgelände. Und auch das ist bezeichnend für unsere Region. Ich habe das Gefühl, in ganz Deutschland, aber zeichnet sich ein gewisses, ich sag mal, ein wirtschaftsfeindliches Klima ab. Es wird immer schwieriger für Unternehmer,
die Existenzgründung vorzunehmen, Unternehmenserweiterung vorzunehmen, sich entwickeln. Also jede Investition, dafür müssen die sich ja schon fast rechtfertigen. Und es scheint irgendwie auch gar keine Rolle zu spielen, inwiefern der Arbeitsplätze rauskommen oder inwiefern dann auch so ein Unternehmen eine Region stark machen kann. Und das sieht man in den strukturschwachen Regionen noch dramatischer. Also in den strukturstärkeren Regionen, ich habe da mit sehr vielen Unternehmern Gespräche, die finden irgendwie noch einen Weg. Aber gerade da, wo nichts ist, wo keinerlei Infrastruktur ist, wünschte ich mir, dass man da auch, ich sag mal mit positiven Botschaften auf diejenigen zugeht, die was wagen und die was investieren wollen. Und das beste Beispiel für das, was da schiefläuft, insbesondere in strukturschwachen Regionen, ist Neu-Hardenberg. Wir haben dieses herrliche Schlossgelände, also was ja wie eine Oase in der Wüste ist. Es passt eigentlich gar nicht so richtig zu Neu-Hardenberg, weil es so Upper Class ist. Und wir haben daneben einen Flugplatz. Und dieses Schlossgelände funktioniert eigentlich nur mit diesem Flugplatz, weil nach Neu-Hardenberg kommt von Ferne niemand mit dem Auto gefahren. Ergo, wenn und, ich das... Und es gibt auch keinen vernünftigen Personennahverkehr. Das natürlich nicht, das sagen Sie mal. Also da kämen wir ja auf Ideen, wenn wir jetzt sowas... Nein, natürlich nicht. Nein, gibt es nicht. So, gibt es nichts. Gibt nichts. Es gibt als Oase in der Wüste das Schloss, den Flugplatz und ein schönes Dorf drumherum. Also, wenn ich jetzt da politische Entscheidungsgewalt hätte, da würde ich doch sagen, wir haben da so viel Geld investiert. Wir müssen sehen, dass der Laden läuft oder wenigstens bei Null rauskommt. Also müssen wir zwangsläufig auch den Flughafen erhalten, damit das Konzept funktioniert. Also in Bezug auf die Union, 2018 hat da die CSU ihre Klausurtagung stattfinden lassen. Die sind alle mit dem Flieger gekommen. Ja? Dieses Konzept funktioniert nur als Einheit. Der Geschäftsführer des Flughafens, wenn man mit dem eine Weile spricht, dann weiß man, was schiefläuft. Also dem werden so viele Steine in den Weg gelegt, bürokratischer Natur, politischer Natur. Der ist halt irgendwann nicht mehr in der Lage, die aus dem Weg zu räumen, aus eigener Kraft. Der hat wirklich viel investiert, um da den Ausgleich zu schaffen. Bis vor kurzem die größte Solarparkanlage Europas. Damit das trotzdem auskömmlich finanziert ist. Aber er bekommt nicht die technischen Voraussetzungen oder die Zusage für die technischen Voraussetzungen, um all die Angebote, die bei ihm eingehen, von großen Unternehmen, um die wahrnehmen zu können. Ja, das ist absurd. Ja, und das ist, glaube ich, aber auch ein Kardinalproblem. Und da kann ich auch Ihre Partei nicht verschonen. Ein Kardinalproblem, dass immer mehr die Leute glauben, das liefe ja schon irgendwie. Das Geld fällt irgendwie sowieso in die Taschen des Staates, Bundesfinanzministers oder Landesfinanzministers oder Kämmerers, wem auch immer. Und da muss man jetzt gar nicht viel dafür tun. Aber vorher müssen die Bürger das Geld erarbeiten. Und wenn Herr Scholz sich immer hinstellt und sagt, ich als Bundesfinanzminister habe das und das Geld ausgegeben, um den Menschen zu helfen. Das hört sich mal an, als ob der in Potsdam, wo er wohnt, da irgendwie so ein Tresor hat und sein privates Geld rausholt. Es ist mein Geld, es ist ihr Geld, das der verteilt, es ist das Geld der Bürger. Es ist nicht sein Geld. Und Sie sprachen von dem Parteiprogramm der CDU, der sozialen Marktwirtschaft. Leider muss man feststellen, sind die Wirtschaftsminister der CDU auch sehr dirigistisch eingestellt. Auch der jetzige Peter Altmaier setzt da mehr auf staatliche Regulierung als auf freies Unternehmertum, jedenfalls in vielen Fällen. Und ja, von daher wird es halt schwierig. Ich habe, wie gesagt, ich habe dieses Neu-Hardenberg mal kennengelernt, habe das Schloss mal kennengelernt, habe mir dann überlegt, da mal wieder hinzufahren. Jetzt fahre ich nicht Auto, also dachte ich, irgendwie mit dem Zug und so. Völlig unmöglich, ja. Also da müsste ich 2 Tage mehr einplanen, einen für die Anreise, einen für die Abreise. Und es sind von Berlin-Mitte Alexanderplatz nicht mal 100 Kilometer, glaube ich. Ja, natürlich. Und die Brisanz besteht doch darin, dass man gerade in Bezug auf meinen Wahlkreis die Probleme des Speckgürtels, diesen enormen Wachstumsdruck aus Berlin, diese Wachstumsschmerzen, die diese Region dort erfährt, da hätte man schon Lösungsansätze, wenn man es schafft,
diese beiden Regionen miteinander zu verbinden. Also in gewisser Weise ist Corona ja auch eine Chance gewesen, weil wir mal gezwungen wurden, neue Wege zu gehen. Wenn wir es schaffen, da eine Infrastruktur zu legen, wenn wir es schaffen, da auch einen Mobilfunk- und Breitbandausbau zu schaffen, dann hätten die Menschen, die vielleicht in Homeoffice-konformen Jobs leben, die Gelegenheit, dort Häuser zu kaufen, die sich vielleicht auch noch leisten können. Die Landschaft ist herrlich, da kann man ganz hervorragend Kinder aufwachsen sehen, die Menschen sind nett, aber es braucht Infrastruktur und das ist irgendwie noch nicht begriffen worden. Und nochmal, wenn sich Unternehmer bereit erklären, in so einer, ich sag mal, wirtschaftlichen No-Go-Area, so muss man es ja schon fast sagen, anzusiedeln, dort mutig zu investieren, dann bräuchten wir eigentlich eine Politik, die den tagtäglich den Teppich rausrollt, den roten Teppich ausrollt, den Rücken massiert und ein Blümchen hinstellt. Ja? Das ist genau andersrum. Wir erzählen denen erstmal, was alles nicht geht. Und dann haben die schon die Faxen dicke und dann gehen die lieber wohin, wo es nicht so anstrengend ist. Das ist so dramatisch. Ja. Also im Triell mit Herrn Laschet haben Frau Baerbock und Herr Scholz gesagt, sie würden sich ja sehr gut mit den Problemen der Ossis auskennen, weil sie ja in Potsdam wohnen. Ja. Also da muss ich jetzt mal Frau Hennig-Welso, eine der Vorsitzenden der Linken, zitieren, die gesagt hat, Potsdam ist nicht der Osten, ja, Potsdam ist nicht Neu-Hardenberg. Ich weiß nicht, wo Frau Baerbock wohnt, von Herrn Scholz weiß ich es wohl. Selbst da, wo sie wohnen, ist nicht richtig Potsdam. Und jetzt Potsdam zu vergleichen mit einem Dorf 10 Kilometer von Neu-Hardenberg entfernt, um jetzt mal Neu-Hardenberg wegzulassen, Müncheberg oder so, oder Altlandsberg, also das ist völlig absurd. Ja. Brandenburg ist sehr vielfältig, sehr unterschiedlich, von Speckgürtel bis zu dem, was wir jetzt gerade beschreiben. Und es ist unbegreiflich, warum der Verfassungsauftrag, nämlich die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse aufrechtzuerhalten, gerade dort, in den Gebieten, über die wir jetzt sprechen, nicht nur in Ihrem Wahlkreis, es gibt ja auch viele andere Bundesländer, in denen es vergleichbare Wahlkreise gibt, nicht durchgeführt wird. Und die Leute sind dann eben unzufrieden, die Unternehmer sind unzufrieden. Sie sagen, hier sind die Arbeitsbedingungen nicht mehr gut, ich gehe woanders hin. Dadurch fallen Arbeitsplätze weg, dann gehen die steuerzahlenden Arbeitnehmer den Arbeitsplätzen hinterher und schon auf einmal ist das Dorf oder der Landkreis verödet. Das geht relativ schnell in der heutigen Zeit. Globalisierung, Freizügigkeit sind da die Stichworte. Und dass die Politik das nicht begreift und da keine vorausschauende Politik umsetzt, ich kann es nicht begreifen. Was mich zurzeit immer sprachlos macht, ich bin ja doch auch schon bundesweit unterwegs, diese Überheblichkeit, mit der immer noch über meine Region gesprochen wird. Also die denken, die wissen, was läuft, aber ich sage ihnen, sie wissen es nicht. Sie haben keinen aktuellen Bezug zu den Problemen der Menschen hier. Sie waren wahrscheinlich noch nicht mal hier. Durchreise zählt nicht. Und oh Gott, ich habe einen Termin vergessen. Nein, was ich sagen wollte, Durchreise zählt nicht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass dieser herrliche Landstrich, in dem ich aufgewachsen bin, in dem meine Kinder in die Schule gehen, in der ich schon Schülerin war, dass der überhaupt nicht wahrgenommen wird. Wir bleiben aus meiner Sicht weit hinter unseren Möglichkeiten zurück. Wenn ich unterwegs bin, dann muss ich immer wortreich und mit vielen Nachfragen erklären, wo mein Wahlkreis liegt. Ich habe manchmal das Gefühl, wir sind der Teil der Landkarte, wo die Legende abgedruckt ist. Wir werden gar nicht gesehen. Und ich meine, hey, wir sind das große Bundesland um Berlin. Wir müssen irgendwie sehen, dass wir da auch zu einem neuen Selbstbewusstsein zurückfinden. Und mit dieses Selbstbewusstsein, das würde ich gerne an die politischen Verhandlungstische transportieren. Also ich möchte, dass spätestens nach diesen 4 Jahren alle wissen, wo Brandenburg liegt. Frau Baerbock hat ja die neue Gigafactory von Elon Musk auch nach Berlin verlegt, weil sie nicht wusste, dass es Brandenburg ist. Also ich gestehe, ich bin Westberliner, kenne aber den Oderbruch seit vielen Jahrzehnten und ich kenne überhaupt niemanden, also aus Westdeutschland, wenn man das so sagen darf, der jemals im Oderbruch gewesen wäre. Die meisten kennen das nicht mal vom Namen her, geschweige denn, dass da irgendjemand mal gewesen wäre. Ein Gebiet, was sicherlich noch ein bisschen Marketing braucht. Das haben wir heute gemacht.
Ich hoffe, der Termin, den Sie vergessen haben, den können Sie jetzt noch nachholen, liebe Frau Buder. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit heute. Hat ein bisschen länger gedauert als geplant, war aber auch super interessant. Ich drücke Ihnen die Daumen für Ihre Kandidatur. Hoffe, dass Sie oftmals abgebusselt werden von Ihren Jägern und Landwirten und allen anderen. Und ja, drücke Ihnen auch die Daumen, dass Sie noch möglichst viele der 130.000 Haushalte schaffen, die Sie da vor der Brust haben und an deren Türen Sie klingeln wollen. Viel Erfolg und wir hören uns dann nach der Wahl und schauen mal, wie es ausgegangen ist. Vielen Dank für heute. Ich bedanke mich fürs Gespräch und vielleicht das abschließend. Es gibt zwei Dinge, die ich zurzeit in einer Endlosschleife tue. Jeden Tag, das ist entschuldigen, weil ich leider als erstmalig Kandidierende nicht über die professionellen Strukturen verfüge, die vieles leichter machen würden, sondern wir machen Wahlkampf tatsächlich aus der Tierarztpraxis hinaus heraus. Sie sehen es ja, da steht die Zentrifuge und der Destillator. Und das Zweite, bedanken. Ich werde wahrscheinlich auch mindestens 4 Jahre damit beschäftigt sein, all diesen großartigen Unterstützern Danke zu sagen, also meiner Familie zu danken. Ohne die würde ich das alles nicht schaffen. Also ich habe den Nachbarssohn geheiratet, mein Mann ist ein Knaller und allein schon wegen meines Schwiegervaters hat sich diese Ehe amortisiert. Also das ist ganz hervorragend, wie meine Familie, wie seine Familie, wie wir das alle gemeinsam machen. Also dieses hervorragende Backoffice, das kompensiert sehr, sehr viel. Aber natürlich auch bedanken bei den vielen, ja, bei den vielen Menschen, die bereit sind, diesen Weg mit mir zu gehen. Und was mich besonders berührt ist, dass viele von denen überhaupt keine Parteibindung haben, nicht mal eine Affinität zur Politik haben, die sich von der Politik auch ein Stück weit zurückgezogen haben, da enttäuscht wurden. Und die sind trotzdem bereit, an mich nochmal zu glauben. Und diesem Vertrauensvorschuss gerecht zu werden, das treibt mich momentan auch an. Auch wenn ich manchmal müde bin oder denke, meine Güte, ich schaffe das nicht. Wenn ich mir vor Augen führe, dass die denken, dass ich das wert bin, dann stehst du jeden Morgen auf und ziehst weiter durch. Ja. Ich wandle den Satz von Angela Merkel um, sie schaffen das. Also auf jeden Fall muss der Anspruch sein, am 26. September auf der Wahlparty für sich selbst auch zu wissen, dass man alles gegeben hat. Ja. Das wäre gut. Also, vielen lieben Dank fürs Gespräch. Und wir hören uns dann nach der Wahl wieder. Bis dann. Bis bald, lieber Herr Müller. Passen Sie schön auf sich auf. Ja? Danke sehr. Bis dann. Auch.